Also erstmal möchten wir uns bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. Und wir möchten erst mit Ihnen kurz reden. Und als erstes hätten wir die Frage, was hat Sie genau dazu bewegt, dass Sie das Theater grenzenlos gegründet haben? Ja, wie ich schon erzählt habe, das ist eine Mischung gewesen aus der Empathie und dieser Willkommenskultur, die mich schon auch ergriffen hat, wie 2016 eben die Geflüchteten kamen und die vielen Berichte über das, was am Mittelmeer passiert ist, was sehr entsetzlich ist. Und wenn man merkt, irgendwie man auch mit der Zeit das Gefühl bekommt, dass Europa so eine Art Festung wird. Und das, da muss natürlich für mich halt ein großes Lebensthema ist die Menschlichkeit, die ich in diesen Zeiten so befürchte, dass sie immer mehr durch soziale Kälte verschwindet. Und dann eben ja, ich möchte es fast sagen, ein Glücksmoment in meinem Leben, dass ich eben am richtigen Ort zur richtigen Zeit war, eben in diesem Kulturzentrum der Moorwiller, wo nebenan Akim mit einigen anderen geflüchteten Menschen in diesem Erstankunftshaus gelandet ist und wir da Kontakt aufgenommen haben. Also würden Sie sagen, Sie haben sich erst dann so mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt, als es dann vor 3 Jahren diese Riesenwelle kam, oder hat Sie das schon länger interessiert? Das habe ich natürlich verfolgt, weil ich meine, Flucht ist ein Thema eigentlich, solange es die Menschheit gibt. Und ich meine, gerade aktuell sind es wieder 50 Millionen, die weltweit auf der Flucht sind. Und ich habe das auch mal dann bei mir selber hinterfragt. Und wer hat eigentlich alles so einen Migrationshintergrund? Den habe ich auch. Ich bin Halbrusse. Das heißt, meine Mutter war Russin und ist auch vor dem Krieg bereits nach Deutschland geflüchtet. Ne? Und somit war das eh schon in mir drin, das Thema. Aber es hat sich natürlich schon verdichtet, eben mit dieser großen Ankunftswelle. Genau, und gab es da Schwierigkeiten irgendwie, das irgendwie zu verwirklichen, das Theaterstück? Nee, das gab keine Schwierigkeiten, weil eben das große Glück war, dass wir beheimatet sind in der Moorwelle, das ist ein Kulturzentrum, was in der ganzen Flüchtlingspolitik, sage ich mal, oder in der Haltung die Moorwiller sehr große Akzente gesetzt hat. Die hat bereits vor 3 Jahren mit der Bayernkaserne, wo ja das ja so dramatisch dann war, sind einige soziale Projekte entstanden und somit hatten wir auch die Unterstützung der Moorwiller mit Probenräumen und somit, weil ohne Probenräume, das ist ja so die Basis, wo trifft man sich, wo macht man was, und in München kostet ja die Wesenkammer ein Vermögen. Und deswegen hatten wir da ein gutes Fundament, eine Basis, um zu arbeiten. Und auch nicht irgendwie von den Schauspielern her, dass sie irgendwann gesagt haben, so ja, vielleicht werden wir es nicht mehr so gerne machen, oder so, dass es da mal irgendwie so Krisen gab? Oder? Ja, die Krisen gab es am Anfang, weil für uns natürlich das allergrößte Problem war, wie gehen wir überhaupt mit diesen Menschen um, die zu uns kommen und ja, irgendwie was Schlimmes erlebt haben. Und wir haben dann natürlich erstmal ein halbes Jahr im Grunde mit dem Thema gar nicht so viel angefangen. Und dann wurde aber natürlich die Neugierde immer größer. Was ist eigentlich, wer sind sie, was ist passiert? Und dann haben wir eben sachte angefangen mit Dolmetschern, die wir engagiert haben, so die Geschichten in Interviews zu hinterfragen. Und das war dann schon, obwohl wir schon wussten, was da auf uns zukommt, aber es war dann schon, wenn man das so wahrhaftig erlebt, das war dann schon ein Moment, wo wir dann auch mal 14 Tage innehalten mussten als Zäsur und gesagt haben, ja, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Und dann sind natürlich ganz klar, auch durch die kulturellen Unterschiede, man musste auch miteinander auskommen, auch zeitlich. Das heißt, also wir haben natürlich schon auch mit der Zeit eingefordert, wenn 18 Uhr Treffen ist, dann 18 Uhr kommen. Manche sind aber dann erst um 19 Uhr gekommen. Dann waren aber die, die um 18 Uhr gekommen sind, sauer. Und dann haben gesagt, so geht es halt auch nicht. Also da gab es natürlich schon auch immer kleine Konflikte, aber es ist mit der Zeit gewachsen und ich habe eigentlich bis jetzt das große Glück, dass ich eigentlich so eine tolle Truppe habe und die Personen, die nicht ganz zu uns gepasst haben, was man mit der Zeit schon gemerkt hat, haben dann letztlich aufgrund der Stärke der anderen auch irgendwo gemerkt, dass da nicht ihr Platz ist. Ja, das ist ja auch sicher schön, weil man dann auch merkt, dass es
dass man irgendwas auf die Beine gestellt hat, zusammen im Moment, oder? Ja, ja, es ist, das ist halt dieser kollektive Gedanke, weil es ist ja auch bei uns so ein Teil des Konzepts, dass wir schon auch versuchen, das als so eine Art, sage ich mal, Theaterfamilie oder eben ein Ort zu kreieren, wo sie sich auch ein bisschen zu Hause fühlen. Wo man sie, wächst ja auch zusammen. Ja, genau, wo man zusammenwächst und wo man auch merkt, dass sie Teil eines Ganzen sind. Ne? Und für uns ist ja auch wichtig in der Arbeit, dass wir eine Ensembleleistung machen. Also es ist eigentlich nicht Prinzip, dass jemand sagt, so, weil er eben vielleicht mehr Talente hat, wie auch immer, dass man sagt, das wird jetzt unser Hauptdarsteller, unser Star und die anderen sind die Wasserträger, sondern für uns ist das eine kollektive Geschichte. Aber das hat eben auch eine Zeit lang gedauert, bis meine Jugendlichen verstanden haben, was kommt da raus, was ist das Gesamtbild, was transportieren wir ans Publikum. Und wir sind ja Teil einer Theatergruppe hier im Gisela und wir selber wollen jetzt gerade auch ein Theaterstück auf die Beine stellen, das mit dem Thema Flucht und Heimat zu tun hat. Aber wie Sie jetzt zu Ihrem neulichen Theaterstück befragen, Neuland. Und zwar, was Ihre Message dahinter war, was Ihre Zuschauer auf jeden Fall da mitnehmen sollten und ja, was Sie da sagen, was Sie wichtig finden. Ja, also wir haben, man muss ja so die Historie sehen, wir wachsen ja im Grunde in diesem Prozess mit den Jugendlichen mit. Das heißt, es gibt ja nicht den Masterplan A, wir machen ein Stück und dann das nächste Stück und es sind auch Stücke, die es gibt, sondern wir entwickeln ja die Stücke selber. Und so war klar, dass im ersten Stück schon irgendwie die Vergangenheit ein bisschen eine Rolle gespielt hat, im zweiten Stück das Ankommen. Und jetzt sind wir ins Fiktive gegangen, was ja im Theater ist ja ein Ort, in dem ja auch Gegenwelten, über die nachgedacht werden darf. Und da sind wir auf die Idee gekommen, weil wir das eben auch gemerkt haben, wie sich hier in Europa die Situation verändert, dass diese Menschen im Niemandsland ankommen und da bleiben müssen, weil sie niemand mehr aufnimmt. Und sie beschließen dann aus dem Nichts heraus, dass sie selbst einen Staat gründen, der eben Neuland heißt. Und die so ein bisschen die These dahinter ist dann in dem Stück, dass wenn Menschen im Grunde erstmal vor dem Nichts stehen, nichts mehr haben, es ist die ganzen Strukturen sind nicht vorhanden werden, wird doch sehr schnell wieder sich eine neue, sage ich mal, Machtstruktur sich entwickeln. Es wird wieder jemand sagen, ich weiß mehr, ich habe eine Idee und der so quasi zum Anführer wird. Und das haben wir halt dann einfach ein bisschen durchgespielt und diese Menschen machen sich alle zu Ministern und stellen aber dann fest, ja, wo ist unser Volk? Wir können ja gar niemanden regieren und dann wird eben nach dem Volk Ausschau gehalten und dann wird ein Hans Guck in die Luft, jemand, der im Grunde in den Tag hineinlebt, der wird entdeckt und wird dann zum Volk gemacht. Und die ganze Sache schließt natürlich mit nicht so ganz positiv, und zwar es beginnt dieses Stück mit einem Suchen, und es ist ein sehr ästhetisches Bild im Schattentheater mit Taschenlampen, wo die suchen. Man sieht Hände, man sieht Köpfe und so endet das Ganze auch wieder. Das heißt, es ist der ewige Kreislauf nach dem Fiktiven, nach der besseren Welt. Die kann ich leider auch nicht bieten. Es war erst gedacht eigentlich, dass wir so wie ein Schlaraffenland, dieses Neuland, wir haben das schon angedeutet in zwei Szenen, was sich die Menschen vorstellen. Ne? Also es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Raffgier, keinen Neid und so weiter. Ne? Das haben wir schon dargestellt. Aber anfangs dachte ich ja, wir haben uns ja auch ein bisschen verrannt im Theater. Das Theater ist ja ein Ort des Suchen und Findens und manchmal findet man es auch nicht gleich. Wir wollten eigentlich, ich hatte vor, das wie einen Stummfilm zu machen. Aber ich habe dann festgestellt, einen Stummfilm kann man nicht eins zu eins auf die Bühne adaptieren, weil im Stummfilm ist ja trotzdem die Möglichkeit, von einer Location zur nächsten zu springen. Aber das ging ja da nicht. Aber wir haben auch mit Texttafeln gearbeitet und haben dadurch manches einfach vorangetrieben, nicht erklärt, aber vorangetrieben. Okay, vielen Dank. Ja, und ich glaube, dann würden wir dich auch gerne ein paar Sachen fragen. Also vielleicht erstmal so, wie du heißt und wie alt du bist.
Also ich heiße Abdul Hakim und ich bin jetzt bald werde ich 19. Und ja. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Ah, okay. Und wie bist du jetzt dazu gekommen, also das Theaterstück sozusagen zu spielen? Also wie bist du zu der Gruppe gelangt sozusagen? Also ja, wir waren so in meinem Flüchtheim, wir waren dort 9 Jugendliche zusammen. Nein, waren wir so insgesamt 12 oder sowas waren wir in diesem Haus. Und da haben wir so zusammen gewohnt und ja, eigentlich, da am Anfang konnten wir gar nicht durch und so. Da waren wir im Haus einen Tag, der Viktor Schenker kommt zu uns und hat uns nachgefragt, ob wir Theater spielen wollen. Dann viele Jugendliche von uns hat sich gemeldet und habe ich gesagt, okay, ich komme auch mit, und obwohl ich gar nicht wusste, was ist Theater. Ich wusste gar nicht überhaupt, was ist Theater. Und da habe ich angefangen mit Theater, mit Victor. Und dann bin ich weitergekommen. Aber es hat dich schon so begeistert oder irgendwie dann? Ja, schon ein bisschen, weil die Sprache war für mich selbst war sehr schwierig am Anfang da in diesem Theater. Und da habe ich gar nichts verstanden, nur mit Händen was gesagt und das war so. Und danach ja. Aber das hat mich auch sehr gefühlt, dieses Theater. Und hat es dir irgendwie, also fandest du das gut, dass irgendwie mal so die Geschichte erzählt wird und so, dass jemand wirklich mal so, also einfach so, ich sag jetzt mal, so deine Geschichte so erzählt? Und fandest du das gut oder warst du eher so ein bisschen so dazwischen, ob du das magst oder nicht? Von mir selber ist gar kein Problem, wenn man Geschichte erzählt, weil das hatte ich erlebt, wirklich, was von Geschichte ich habe. Das hatte ich das schon erlebt und ich will jetzt das nicht mehr vor mich haben und ich will ein anderes Leben für mich aufbauen. Und was ist meine Vergangenheit war, das war, ich will jetzt nicht das nochmal haben, aber wenn jemand andere will darüber reden, ich rede darüber und das und alle Sachen darüber gehen, darüber habe ich gar kein Problem. Okay. Findest du es gut, dass jemand sich da auch so drüber also informieren möchte und so? Also hat dich das jetzt nicht so die Überwindung gekostet, irgendwie jemandem mal zu erzählen, was halt so stattfindet oder was du dir so halt so gedacht hast, als du das erste Mal so nach Deutschland gekommen bist und so? Da hier am Anfang, als ich war hier in Deutschland, da war es schon schwierig. Dass ich musste ja meine alle Geschichte erzählen, was ich da in Afghanistan erlebt hatte und warum bin ich in Deutschland gekommen. Als ich in meinem Interview war, da habe ich alles erzählt und die haben viele Fragen gefragt und da war man richtig schwierig. Da konnte ich wirklich nichts mehr antworten und da war für mich einfach so viel geworden. Und dann, was ich erlebt hatte, das hatte ich so vor meinen Augen und da habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr. Und ich bin so rausgekommen und von da Moment habe ich gesagt, ja, jetzt die Frage hier in Deutschland, jetzt bin ich hier in einem anderen Land, die Frage wahrscheinlich, die will das wissen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich versuche das ein bisschen und das erzählen zu, wer mich fragt. Und das habe ich auch so gemacht und ja, am Anfang war das schwierig für mich, so. Aber dann ist später ist es ein bisschen leichter. Also würdest du auch sagen, dass dir das Theater allgemein damit geholfen hat, in deiner Vergangenheit umzugehen? Ja, das hat schon mich sehr geholfen, weil wir hatten niemanden hier in Deutschland. Da im Haus, wir waren alle Flüchtlinge und da waren wir auch von verschiedenen Ländern und dort haben wir uns nur so getroffen und Mama, Papa hatten wir hier gar nicht und da das Theater hat mich richtig unterstützt und da bin ich reingekommen. Victor hat mich wirklich immer, wenn ich Probleme hatte, dann hat er zu mir gesagt, Abdul, komm zu mir. Ich habe schon oft mal versucht, dass ich nicht mehr ins Theater gehe, weil es mir selber so schwer war. Und damals ist Victor zu mir gekommen, hat gesagt, Abdul, gib nicht so schnell auf, du gehörst zu uns in unsere Familie. Wir haben alle Jugendliche in diesem Theater. Haben wir so genommen, dass wir sind wie eine Familie, wir bleiben auch wie eine Familie. Und jetzt jeder wird sagen,
wir sagen einfach für uns, ja, wir sind eine Familie und so ist Victor zu mir gekommen. Alles. Ich wollte nicht weiter ins Theater kommen. Victor ist zu mir gekommen, hat gesagt, ja, Abdul, komm mit. Mach, ich spiele mit und mach mit. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich weitergekommen auf Theater. Da hat mich richtig viel geholfen, als ich mit dieser Gruppe war. Und würdest du sagen, dass du es jetzt in Zukunft machen willst, Theater spielen? Das ist so eine kleine Leidenschaft geworden? Also, das kann ich mir schon vorstellen, aber das war am Anfang richtig schwierig, weil von Afghanistan habe ich auch überhaupt gar nicht gehört von Theater und sowas. Und da hier, als ich in Deutschland war, zum ersten Mal wurde ich Theater und dann habe ich mitgemacht und dann, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich werde schon das weitermachen. Vielen Dank. Er ist auch einer gewesen, das habe ich erst so. Und er fährt ja einiges auch nicht, ne? Aber das kriegt man irgendwann mit, dass er auch schon auch eine treibende Kraft war zu den anderen Jungs, wenn die mal wieder nicht kommen wollten, dann also sagt er, komm, wir bleiben da beim Victor dran. Ja, und jetzt haben wir 3 Jahre, 3 Stücke, das ist doch hier. Und er ist von Anfang an, wir haben im Grunde, Hakim ist der Einzige noch jetzt momentan, der von ganz von Anfang an noch dabei ist. Ne? Ja. Ich finde das voll cool. Ja. Das ist wirklich ein schönes Projekt, das Sie hier auf die Beine gestellt haben. Das hilft anscheinend sehr vielen Leuten. Ja. Ja, es ist ja auch. Wir würden gerne noch mehr an Bord nehmen, aber das geht nicht, weil ich kann nicht mit 20 Personen Theater spielen. Aber deswegen ist unser Anliegen, dass wir natürlich mit der Zeit immer mehr Aufführungen machen, um einfach so erstens mal so ein Signal zu setzen in der Stadt, so gegen diesen Rechtspopulismus und eben für, wir hatten ja auch so einen Abend der Menschlichkeit vor kurzem und das eben aufzuzeigen und eben einfach damit Mut zu machen, dass es eigentlich Schöneres gibt wie eine offene Gesellschaft, in der viele verschiedene Kulturen sich begegnen, weil es eigentlich, wenn man offen ist, eine sehr bereichernde Geschichte ist. Mhm. Wenn man natürlich da irgendwie sich in ein Eck drängen lässt und zumacht, dann kann man natürlich auch sehr schnell eigenartige Gegenargumente entwickeln. Das geht ganz schnell, das ist schon klar, aber mich hat das sehr, mich bereichert das unglaublich. Und es ist natürlich auch schön, was weiterzugeben und einfach zu sehen, dass es irgendwie im kleinen Bereich und im kleinen Bereich wirken wir und da passieren eigentlich schon ganz, ganz irre Dinge. Große Dinge. Ja, es entwickelt sich immer mehr zum etwas Größeren hin. Okay. Ja, machen wir so eine Frage, okay? Ja. Gut. Vielen Dank. Hast du noch eine Frage oder was? Nee. Also aus diesem Ganzen jetzt hier, diesen 3 Tagen, bildet sich bei euch dann jetzt so langsam dann vielleicht so ein Gefühl, wie könnte euer Stück sich formen? Ne? Und wie wir es auch am besten darstellen können oder wie wir es am besten rüberbringen können. Und so, dass wir so wahrheitsgetreu halt auch, ja, möglich einfach. So, deswegen informieren wir uns ja auch über alles. Ja. Ich kann euch nur den Tipp geben, packt nicht zu viel rein, hört immer auf euer Herz, was treibt euch an. Mhm. Weil es kann auch sehr gerne passieren am Gymnasium, dass die Sache zu verkopft wird, dass man eben meint, man bringt jetzt das Feature und die Fakten. Und da, ich finde, man muss da immer einen einfachen Weg gehen und den versuchen wir eben so emotional wie möglich, weil zu viele Fakten und Daten in einem Theaterstück, also wenigstens mich berührt es nicht. Mhm. Aber wenn ich irgendwie, ob es jetzt nur rein visuell ist oder ob es eine erzählte Geschichte ist, aber wenn ich an der dran bleibe, weil es muss mich halt irgendwie packen. Mhm. Das ist die Kunst im Theater, das irgendwann zu verdichten. Ja. Aber ihr werdet da schon sicherlich einen tollen Weg finden. Ich finde es auf alle Fälle großartig, diese Vorgehensweise mit so einem 3-Tages-Workshop. Das ist ja schon mal, finde ich, auch irgendwo ein Geschenk der Schule, irgendwie so engagiert voranzugehen. Ja, vielleicht sehen Sie das Theaterstück dann, wenn wir fertig sind. Ja, wenn ihr mich einladet, komme ich.